mein Name bedeutet, wie war das? Der mit dem Speer? Der entschlossene Speer. Der finde ich lustig. Ich dachte immer, ich gehe zurück auf den heiligen Gerhard. War dieser entschlossene Speerkämpfer auch heilig? Das wäre doch jetzt gut, oder? Darf ich meine Jacke ausziehen? Ich habe mich für euch schick gemacht, aber jetzt spitze ich. Ja, ich lese noch mal den Text, um den es geht. Das, was Matthias vorgelesen hat, war ein Vers daraus. Als Grundlage zur Predigt sind es drei Verse. Es heißt dort, und nun spricht der Herr, ich lese übrigens Jesaja 43, die Verse 1 bis 3. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Ich habe dich erlöst. Du bist mein. Denn so du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht sollen ersäufen. Und so du durch Feuer gehst, sollst du nicht brennen und die Flamme soll dich nicht versengen. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige in Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Mohren und Seba an deine Stadt bis dahin. So, das kommt jetzt von der Sentimentalität. Ich brauche doch nochmal einen. Ja, natürlich. Dankeschön. Ja, vielleicht auch einer eurer Lieblingstexte. Es ist mein erklärter, aber es gibt eben mehrere, die man so hat. Aber diesen finde ich ganz besonders schön. Ich denke, dass in diesen Sätzen 43, 1 bis 3 unsere gesamte Existenz steckt, und zwar als von Gott erlöste Existenz. Wir werden gleich sehen, was es im Einzelnen bedeuten kann, erlöst zu sein. Doch zuvor möchte ich darauf eingehen, wie unsere Ausgangssituation aussieht, also ein Leben ohne Gott. Ich hatte eine intelligente Schülerin, die lange Zeit hochgefährdet war, weil sie sich mit all ihren seelischen Kräften abgelehnt hat. Das zu erleben, das war schon traurig. Sie konnte sich nicht annehmen, weil sie der Auffassung war, dass alles, was sie in ihrem Inneren fand, unwürdig, nicht genug war. Sie wollte verzweifelt nicht sie selbst sein. Wie auch war sie doch der Ansicht, dass sie mit keiner ihrer Gaben genügte, dass sie vor ihrem inneren Gerichtshof niemals würde bestehen können. Das Gegenteil war der Fall. Es war eine meiner klügsten Schüler, die ich hatte. Und da war ein Schüler, der sich abgelehnt hat, weil er eine Krankheit hatte, das Tourette-Syndrom, die ihn minderwertig erscheinen ließ. Auch ein kluger Kopf. Aber auch er wollte verzweifelt nicht er selbst sein, nicht mit dieser Krankheit. Und ich habe mit meinem alten Vater gesprochen am Ende seines Lebens, und er fragte, wohin nur mit meiner Schuld? Auch er war verzweifelt, weil er mit seiner Verzweiflung wegen unvergebener Schuld nicht leben konnte, hat er die Schuldfrage gewissermaßen abgespalten. So hat er seine Verzweiflung zwar nicht bewältigt, aber er hat sie in einen tiefen Schlaf versetzt. Sie schlummerte, aber sie war da. Und zuweilen rüttelte sie gewaltig an seinem Selbstbild, das dann Risse bekam und schmerzte. Auch er wollte dann nicht er selbst sein. Mein viertes und letztes Beispiel: Meine Frau und ich haben zu Beginn unserer Ehe einen jungen Mann begleitet, der sich auf den Sprung in die Fußball-Bundesliga befand. Die Verträge bei Schalke waren schon in Aussicht, als er einen schweren Motorradunfall hatte. Als Folge des Unfalls behielt er zwei steife Beine zurück. Er war verzweifelt und wollte absolut nicht der mit zwei steifen Beinen sein. Was ist das verbindende Element dieser vier Beispiele? Abgesehen davon, dass alle sich verzweifelt ablehnten, waren sie der Auffassung, äußeren
also gesellschaftlichen und inneren Ansprüchen genügen zu müssen, um sich annehmen zu können. Eine hielt sich nicht für schlau genug, ein anderer fühlte sich durch seine Krankheit herabgesetzt, ein dritter durch seine Schuld, ein vierter verzweifelte, weil seine Fußballkarriere zerstört wurde. In allen schlummerte tief in ihrem Innern eine Verzweiflung, die dann zum Vorschein kam, als ihre Bilder vom erwünschten Leben zerbrachen. Ein Fußballer, der sein Selbstbewusstsein aus seiner Existenz als genialer Fußballvirtuose bezieht, der muss in dem Moment verzweifeln, in dem er nicht mehr laufen kann. Schuld treibt in die Verzweiflung, wenn sie nicht vergeben wird, und scheitere ich an meinen überhöhten Ansprüchen, erscheint auch dann mein Leben nicht mehr lebenswert. An Skurrilität unübertroffen, aber genau diesen Mechanismus von Selbstannahme und außengerichtet sein bestätigend ist die existenzielle Absicherung, die Jennifer Lopez ihrem Po angedeihen ließ. Dieser ist mit $2 Millionen gegen Verformung versichert. Bei Verformung droht Verzweiflung, die dann immerhin mit $2 Millionen kompensiert wird. Ich habe das auch bei meiner Versicherung versucht. Und sie sagten, Herr Kube, 50 Euro Versicherungssumme mehr geht nicht. Ich habe es dann gelassen. Der Philosoph Friedrich Hegel war der Auffassung, dass der Mensch nur dann seine Identität ausbilden könne, wenn er von seinen Mitmenschen anerkannt wird, unermüdlich immer wieder anerkannt. Bliebe sie aus, könne sich das Selbst nicht gesund entwickeln, so Hegel. Noch vor Freud und Adler hatte er verstanden, dass wir Menschen dringend der Anerkennung durch andere bedürfen, wollen wir befreit und glücklich leben. Was aber geschieht, wenn die Gründe für Anerkennung wegfallen und damit die Anerkennung selbst gefährdet ist? Wie geht es einem Menschen, dem niemals das Maß an Anerkennung zuteil wird, nach dem er sich sehnt? Dann, so mein Lieblingsphilosoph Søren Kierkegaard, dann verzweifelt er. Die in jedem Menschen schlummernde Verzweiflung erwacht dann und verdüstert das Leben. Wem Anerkennung fehlt, der verkümmert seelisch. Selbstverständlich kann man ein Leben ohne Gott führen. Aber man wird sich dann klarmachen müssen, dass man sein eigener Schöpfer ist. Wer die Deutungshypothese für sein Leben Gott ablehnt, der ist der Macher seines eigenen Lebens. Er ist dazu verurteilt, so zu leben, dass ihm Anerkennung gewährt wird, dass die Verzweiflung in ihm nicht erwacht, indem er mit allen Fasern seiner Existenz die Bedingungen für Anerkennung schafft. Natürlich ist es großartig, wenn die Fußballerkarriere gelingt und die Welt einem zu Füßen liegt. Selbstverständlich ist es schön, als Musikerin oder Schauspielerin bewundert zu werden oder als Ingenieur Erfolg zu haben und viel Geld zu verdienen. Die Macher eines gelingenden Lebens würden eine Abhängigkeit von Gott angewidert ablehnen. Für sie bedeutete ein Leben im Glauben die Aufgabe von Freiheit. Das aber ist ein Irrtum, und zwar ein gewaltiger. Wahrhaft unfrei sind nur die vermeintlichen Schöpfer ihres eigenen Lebens, denn ohne dass sie ihrer Lebensspanne auch nur ein Sekündchen hinzufügen können und ohne wirklich Macht über ihre Gesundheit und weitere Lebensbedingungen zu haben, befinden sie sich in einer Maximierungsfalle, aus der sie nicht wieder herauskommen. Sie sind dazu verurteilt, ein Maximum an Anerkennung zu erhalten, ein Maximum an Lebensmöglichkeiten zu erstellen, ein Maximum an Erfolg zu haben, damit die Verzweiflung in ihnen weiter schlummert. Wer der Schöpfer seines eigenen Lebens ist, muss einfach funktionieren und anerkennungswürdig klasse sein. Und das nenne ich nicht, ein Leben in Freiheit zu führen. Denn es bedeutet geradezu, zur Selbstschöpfung verdammt zu sein. Man muss sich hinkriegen und funktionieren, oder es ist traurig.
Erst nach diesen Ausführungen können wir den Segen und den Trost des Jesaja-Textes richtig verstehen. Passenderweise wird er in eine Situation der Unfreiheit hineingesprochen. Die Israeliten befinden sich in babylonischer Gefangenschaft. Sie sind gänzlich ihrer Freiheit beraubt und werden unterdrückt. Sie sehnen sich nach Erlösung, die hier sowohl irdisch, also als Befreiung von den ungeliebten Machthabern, als auch geistlich verstanden wird. Und da ruft Jesaja den verzweifelten Juden zu: Der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel, spricht: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Die erste frohe Botschaft an die ihrer Freiheit beraubten Juden lautet: Ihr seid Geschöpfe Gottes. Gott hat euch gemacht. Aus seiner Hand dürft ihr euch nehmen. Ihr müsst euch nicht selbst erschaffen. Ihr müsst euch nicht selbst aus eurer Unfreiheit herauskämpfen. Ihr seid nicht zu eurer Selbstschöpfung verurteilt. Sie würde euch ohnehin nicht gelingen, sondern ihr seid geliebte Geschöpfe. Und geschöpft zu sein bedeutet, das Entscheidende: Euer Leben ist da, es wird euch geschenkt. Es liegt für euch bereit, nehmt es an und lebt ohne Angst vor seinem Verlust und vor dem Alltag. Freut euch und widmet euch dem Leben und seinen Ansprüchen, die euch keine Angst mehr machen müssen. Und so folgt nach der Zusage, dass wir Geschöpfe eines liebenden Gottes sind, die logische Konsequenz aus dieser Tatsache: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Die in Unfreiheit lebenden Juden, alle in innerer oder äußerer Unfreiheit lebenden Gottesgeschöpfe, dürfen ohne Angst sein. Einerseits garantiert unsere Geschöpflichkeit die Freiheit von Existenzangst. Und andererseits bedeutet Erlösung im jüdisch-christlichen Sinne, dass unser Leben in Gottes Händen geborgen ist. Es ist mit all seinen konkreten Bezügen, mit der Sorge um Anerkennung, mit seiner Schuld, mit Krankheit und Tod bei Gott aufgehoben. Wir sind davon erlöst, uns selbst erlösen zu müssen. Gott hat es für uns getan. Einen besseren Start ins Leben gibt es nicht. Für das verzweifelte Volk Israel hatte Erlösung einen ganz praktischen Sinn. Es erwartete die Befreiung aus der Gefangenschaft der Babylonier. Was sollten die Israeliten auch anderes erbitten? Hier lag ja ihre gegenwärtige Not und Gott half ihnen. Am Horizont zog schon der König Kyros auf mit seinem Heer, und in der Historie ist es so, dass er Babylon platt macht und damit auch die Israeliten tatsächlich frei werden. Auch wir dürfen Gott darum bitten, dass er uns eine umfassende Erlösung schenkt, denn es geht Gott immer ums Ganze. Er löst unsere Existenzfrage, indem er uns unser Leben schenkt, das ist gewiss. Aber er erlöst uns auch von untragbarer Not. Er lässt nicht zu, dass wir am Leben, an Krankheit, an Verlusten verzweifeln. Gott ist spezialisiert auf babylonische Verhältnisse. Er kennt das, was uns Angst macht, was uns blockiert. Er kennt unsere Sehnsucht nach Freiheit und befriedet sie. Nichts soll es in unserem Leben geben, was uns von Gottes Liebe und einer tief empfundenen Freude und Dankbarkeit abschneidet. Das alles meint Erlösung. Bevor Jesaja seine Juden auf den Weg der Befreiung schickt, betont er ein weiteres Mal, dass sie für Gott keine anonyme Masse sind. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So zitiert Jesaja Gottes Wort. Gott kennt sein Volk, aber er kennt auch jeden Einzelnen. Der Name eines Menschen ist mehr als eine Funktions- oder Sammelbezeichnung, mehr als ein Registerwort, das helfen soll, jemanden in irgendwelchen Akten wiederzufinden. Der Name eines Menschen ist er selbst.
In den Mythologien der Völker galten die Namen der Götter als kraftgeladen. Wer den Namen eines Gottes aussprach, der verband sich mit seiner Macht. Aus diesem Grunde vermieden es die Juden, den Namen Gottes zu erwähnen. Es sollte eben kein Machtmissbrauch stattfinden. Auch unsere Namen sind aufgeladen. Aufgeladen mit dem, was wir sind, wozu wir geworden sind. Sie stehen für unsere Geschichte, für unser Selbst. Wenn Gott uns bei unserem Namen ruft, dann sind wir als ganze Person gemeint, als Menschen mit unseren Stärken, mit unseren Schwächen, als Suchende und Fragende, als Zweifelnde und Verängstigte, als Menschen, die nach Anerkennung lechzen oder einfach nur zur Ruhe kommen wollen. Wie grausam muss es sein, in einem Land wie China zu leben, in dem die Identität des Einzelnen hinter die Bedeutung der Masse verschwindet, sich in Anonymität völlig auflöst. Gott aber kennt jeden Einzelnen mit Namen und ruft ihm zu: Du bist mein. In der Gottesbeziehung gewinnt unser Leben unendliche Bedeutung. In Gottes Nähe sind wir wer. Unser Schöpfer entlässt uns ins Leben und hört nicht auf, nach uns zu rufen. Niemals verliert Gott sein Interesse an uns. Niemals verliert er seine Anerkennung. Sie klingt immer mit, wenn Gott uns bei unserem Namen ruft. Gottes Ruf ist ein Schöpfungsakt. Er erschafft uns als Erlöste und von Furcht befreite Menschen. Wenn Gott uns ruft und uns in seinem Ruf ganz und gar bejaht, dann dürfen auch wir uns bejahen. Gehen wir noch einmal zurück an den Anfang zu den vier Menschen, die sich verzweifelt abgelehnt haben. Hätten sie doch verstanden, dass Gott sie kennt und bei ihren Namen ruft. Dann hätten sie die Erfahrung gemacht, dass da einer ist, der sie liebt, wie sie sind. Mit ihren steifen Beinen, mit ihren begrenzten Begabungen, ihrer Krankheit und Schuld. Gottes Wahl hätte sie zu ihrer Selbstwahl befreit. Sie hätten sagen können: Ich wähle mich so, wie ich bin. Wenn der liebende Gott mich kennt und wählt, wie sollte ich mich da nicht auch selbst wählen? Wir Menschen haben in unserem Leben eine Menge Aufgaben zu bewältigen. Die schwierigste aber ist die der ehrlichen und rückhaltlosen Selbstwahl. Das ist der Grund dafür, dass die meisten Menschen sie gar nicht oder nur halb treffen. Ehrliche Selbstwahl heißt nämlich, seine Stärken anzuerkennen, aber auch seine Schwächen, seine Abgründe, seine Schuld, seine Verletzlichkeit und Ängste. Ich habe einen alten Freund aus Kindestagen, der, sind wir im Gespräch hier angekommen, stets behauptet: Ich habe mich gewählt, weil ich mich ausgesprochen gut finde. Und was ich nicht gut finde, das blende ich einfach aus. Manchmal ist es zwar da, dann aber gönne ich mir etwas. Ich gehe essen oder ins Kino und freue mich am Schönen. Ja, so kann man es machen. Man lebt einfach ästhetisch. Man widmet sich dem Schönen und hofft, dass die Betäubung ein Leben lang funktioniert. Selbstwahl ist nichts für Feiglinge. Wer sich selbst rückhaltlos wählen will, benötigt eine ordentliche Portion Mut. Aber selbst der Mutigste wird nicht an seine Abgründe rühren wollen. Neben unseren Schwächen sind es unsere Abgründe, die eine geglückte Selbstwahl so schwierig machen. Denn sie wecken selbst Schuldbewusstsein und Reue. Beide fallen uns nicht leicht. Wer gibt schon gerne Schuld zu und wer bereut gern? Deshalb gelingt umfassende Selbstwahl nur vor Gott. Denn Gott hat uns schon bei unserem Namen gerufen und bejaht, als wir noch Not mit uns hatten. Er hat uns gewählt, als wir noch uns vielleicht verzweifelt ablehnten.
Was uns oft nicht möglich ist, gelingt Gott. Er hat ein umfassendes Ja für uns, das sich nicht bloß auf unsere Stärken bezieht, sondern bis in die letzten Untiefen unserer unvollkommenen Person reicht. Gott hat uns gewählt, nun dürfen auch wir uns wählen, und zwar immer wieder neu, wenn wir vor einem Scherbenhaufen stehen, wenn wir irgendwo gescheitert sind, Unsinn geredet oder falsche Entscheidungen getroffen haben. Wir dürfen uns wählen, obwohl wir zum 100. Mal mit derselben Sache schuldig wurden, und wir dürfen uns wählen, wenn andere uns zutiefst ablehnen. Selbstwahl ist nur etwas für Mutige, für Glaubensmutige. Aber der Glaubensmut, der wird mit Freiheit, mit Erlösung und einer geistlichen Freude belohnt. Was Erlösung konkret bedeuten kann, macht der folgende Vers deutlich. Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein, dass dich die Ströme nicht ersäufen sollen. Und wenn du ins Feuer gehst, sollst du nicht brennen, und die Flamme soll dich nicht versengen. Erlösung hat immer diese zwei Seiten. Sie schafft zum einen neue Rechtsverhältnisse. Mit unserem Ja für Gott wechseln wir in die Rechtssphäre Gottes, gehören wir ihm, sind wir seine Erben und gilt von Stund an, dass wir nicht mehr Sünder, sondern Gerettete sind. Als Erlöste sind wir Gottes Kinder, und zwar ein für allemal. Erlösung hat aber auch eine ganz konkrete Alltagsdimension. Sie wirkt sich nicht nur rechtlich formal aus, sondern auch in den Umständen unseres Alltags. Es gibt keine Situation, in der wir alleine wären. Gott ist da. Und die Weisen seines Daseins sind so vielfältig wie unser Alltag. Einmal hört er auf unser Gebet, ein anderes Mal bewahrt er uns vor Gefahren. Ein weiteres Mal stärkt er uns und schenkt uns Mut zum Durchhalten und Aushalten. Oder Gott verändert eine schwierige Situation, damit sie für uns gestaltbar wird. Auch ist Gott für unsere Freude zuständig. Die Freude, die er schenkt, reicht bis tief in unsere Herzen hinein. Wenn es bei Jesaja heißt, dass Gott sein Volk vor Feuer und Wasser bewahre, also vor den mächtigsten Naturelementen, dann ist damit dieser umfassende Schutz gemeint, den Gott schenkt. Ich habe manchmal in Situationen gesteckt, die mir über meine Kräfte gingen, und jedes Mal drohte mein Gebet in eine Anklage umzukippen. Gott schien abwesend zu sein, mich nicht zu hören. Inzwischen weiß ich, dass solche Momente zum Leben gehören. Noch sind wir nicht bei Gott, noch harrt die ganze Schöpfung der Erlösung. Wir leben nicht in der Gottesschau, sondern in der lebendigen Hoffnung, dass die Ausläufer des Reiches Gottes zwar bis zu uns reichen, seine volle Verwirklichung aber noch aussteht. Wenn ich heute auf die Momente zurückblicke, in denen ich mich von Gott verlassen fühlte, so muss ich nun feststellen, dass ich einer Täuschung aufgesessen war. Gott war sehr wohl da und hat entweder mich oder die Situation verändert. Es gibt keine Verheißung, die Gott nicht wahrgemacht hätte. Das ist mein Resümee nach 47 Jahren des Christseins. Ich bin realistisch genug zu wissen, dass solche Verlassenheitsmomente wiederkommen. Ich kann nicht für meinen Glauben in solchen Momenten garantieren, absolut nicht. Aber ich weiß, dass Gott größer ist als mein Glaube und er mich in Momenten fehlenden Vertrauens trägt. Mehr als dieses Wissen habe ich nicht für meine Zukunft. Überblicken wir noch einmal den Bogen, den Jesaja in unserem Text spannt. Ich stellte ja zu Beginn fest, dass die wenigen Verse unsere gesamte Existenz als Christen umfassen.
Es beginnt damit, dass wir Geschöpfe Gottes sind und nicht unsere eigenen Schöpfer. Wir sind nicht blind in die Existenz geworfen, so wie das die Philosophen Heidegger und Sartre gemeinten und gesagt haben und vertreten haben und unzählige Menschen damit beeinflusst haben. Und wir sind nicht dazu verurteilt, aus uns etwas zu machen oder eben nicht, sondern wir dürfen uns als geliebte Geschöpfe aus Gottes Hand nehmen. Unser Schöpfer kennt unsere Namen. Er kennt uns, bejaht und wählt uns ganz so, wie wir sind. Weil Gott uns wählt, dürfen auch wir uns wählen, und zwar immer wieder neu. Unsere Selbstwahl wurzelt in Gottes bedingungsloser Wahl und sie befreit uns zu einem Leben in der Freude. Und nicht zuletzt bedeutet Erlösung, dass Gott unseren Alltag in seiner Hand hält. Nichts geschieht, ohne dass Gott mit seinen unendlichen Möglichkeiten dabei wäre. Manchmal erkennen wir das nicht immer, aber wird es am Ende genauso sein. Die letzten Verse unseres heutigen Textes zeigen den Grund für das umfassende Erlösungswerk Gottes. Ich bin der Herr, dein Gott, der Heilige Israel, dein Heiland. Ich habe Ägypten für dich als Lösegeld gegeben. Schon im Alten Testament hat Gott Lösegeld für die Befreiung Israels gezahlt. Darin finden wir vorgebildet, was im Neuen Testament Ereignis für alle Menschen wird. Jesus Christus ist Gottes selbst entrichtetes Lösegeld für unsere Befreiung, die endgültig und großartig ist. Amen.